Ja, wir kommen jetzt zu einem Thema, das nochmal so aus der Außenperspektive auf das Ganze schaut. So ein bisschen klangen ja die ökologischen Aspekte hin und wieder auch schon mal durch. Ich begrüße jetzt die Frau Dr. Annika Neitz-Regget, Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Bremen hat sie studiert und Industrial Ecology an der Universität Leiden und an der TU in Delft. Sie ist seit 2013 an der Forschungsstelle für Energiewirtschaft tätig, hat parallel dazu an der TU München zum Thema A Circular Energy Economy promoviert. Ziemlich gut kenne ich die Arbeit auch von innen. Und ist seit 2021 auch Lehrbeauftragte für den Bereich Umweltmanagement an der TU München. An der Forschungsstelle kümmert sie sich um Sustainable Finance, Regulatorik unter anderem. Und was wir heute von ihr hören, ist Treibhausgasneutralität und Ressourcenbedarf, Gedankenstrich, Voraussetzungen für ein zukunftsfähiges Energiesystem. Bitte schön. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Publikum, ich kann Ihnen versprechen, Sie haben es gleich geschafft. Ich habe Harald Lesch schon gesehen, er kommt gleich. Also Sie müssen jetzt noch eine halbe Stunde mit mir aushalten. Aber also, ich habe erst gedacht, okay, das ist wirklich ein undankbarer Zeitslot direkt vor Harald Lesch. Ne? Aber es hätte mich auch schlimmer treffen können, ich hätte auch danach dran sein können. Deswegen sehe ich das jetzt mal positiv. Ich wollte ehrlich gesagt schon immer mal Warm-up vorbeim von Harald Lesch. Ist ja eigentlich auch nicht ganz so schlecht die Rolle. Also genau, heute als Vorband, genau, er wird gleich noch die ganz große, genau, das ganz große Fass aufmachen. Aber ich möchte jetzt auch schon mal, wir haben jetzt einzelne Aspekte ja sehr detailliert auch schon uns angeguckt. Und jetzt möchte ich noch mal so aus dieser Energiesystembrille an der FFE, wir erforschen das Energiesystem mit den verschiedenen Aspekten. Und ich speziell beschäftige mich ganz intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. Deswegen jetzt hier mal auch das zukünftige Energiesystem angucken. Natürlich auch die Rolle von Wasserstoff. Wir haben da ja hitzig vorhin auch schon diskutiert. Wo wird denn der Wasserstoff gebraucht? Und wie hängt denn das dann wieder mit Treibhausgasen und auch mit Ressourcenbedarf zusammen? Das ist ja auch schon in den ein oder anderen Vorträgen gerade angeklungen. Und jetzt starten wir doch einfach mal zukunftsfähiges Energiesystem. Wie sieht denn das aus? Aber bevor wir dahin kommen, erstmal der Schritt zurück. Aktueller Stand. Wir reden ganz viel von Zukunft, aber wo sind wir denn jetzt ganz aktuell? Hier die Grafiken zeigen jetzt einmal Wärme, Verkehr und Strom, und zwar den Endenergieverbrauch, das Graue. Und dann seht ihr in Grün immer den Anteil der Erneuerbaren aktuell. Das ist hier in Terawattstunden und wir sehen schon, was vielleicht auch ein paar überrascht, die Wärme. Die ist um Vielfaches höher als der Verkehr und der Strom, also der Endenergieverbrauch in dem Sektor. Und wenn wir uns jetzt mal diese grünen Flächen angucken, dann sehen wir im Strombereich, ich meine, das sehen wir alle tatsächlich, Photovoltaik, Wind, da ist schon einiges passiert. Da kommen wir schon in Richtung 50% Anteil der Erneuerbaren. Aber wir sehen hier im Wärmebereich und im Verkehr, die ja auch einen ganz großen Brocken ausmachen, auch emissionsseitig, da hatten wir vorhin ja auch schon ein paar Zahlen gesehen, aber eben auch hier im Endenergieverbrauch, dass dort relativ wenig eigentlich passiert ist. Das erstmal so zum aktuellen Stand. Aber wir haben auch heute Vormittag gehört, wo wir eigentlich hinwollen. Genau, klimaneutrales Bayern, Deutschland, Europa, besten Fall die Welt. Und jetzt gucken wir uns das doch einfach nochmal an. Der Blick in die Zukunft. Also da waren wir aktuell, da ist schon was passiert, aber wir wollen eigentlich hierhin. Was sehen wir jetzt hier? Wir haben auf der Erzeugungsseite, das heißt die Erneuerbaren, wir sehen dort oben links Wind, wir sehen hier die Freiflächenphotovoltaik, haben ja gerade auch schon einen Vortrag dazu gehört. Wir sehen aber auch, wir müssen die Energieträger auch transportieren. Wir sehen hier in Blau diese Wasserstoffleitungen, wir sehen Stromnetze und wir sehen auch Energie, nicht nur, muss nicht nur erzeugt werden, sie wird ja irgendwo gebraucht und auch da muss irgendwas passieren. Wir haben vorhin ja den Vortrag auch aus der Industrie gehört, die soll es zukünftig ja auch noch geben. Das heißt, dort wird viel passieren. Wir werden auch im Mobilitätsbereich hier angedeutet mit diesen Elektrofahrzeugen einiges sehen im Wärmebereich. Das heißt, eigentlich alle, also wenn wir von Energiesystemen sprechen, es muss alles transformiert werden: die Erzeugung, der Transport und nachher auch der Verbrauch. Genau, und wir haben beeindruckende Zahlen gesehen. Ich habe jetzt Deutschland genommen, nicht Bayern. Wir wollen jetzt mal den Blick ein bisschen weiten. Was muss da wöchentlich passieren? Einfach nochmal in Erinnerung. Und wir werden auch gleich lernen, was das mit Ressourcen und mit Emissionen zu tun haben und warum ich diese Zahlen nochmal aufgreife. Das heißt, wöchentlich in Deutschland
das waren jetzt auch natürlich die Fußballfelder. Ich meine, genau, wir arbeiten beide auch an der FFE oder haben gearbeitet. Genau, das heißt hier nochmal für Deutschland, jetzt nicht für Bayern, aber einfach nochmal diese Größenordnung verdeutlicht, 345 Fußballfelder pro Woche. Das ist wirklich das Wichtige. Und auch diese Zahlen für Windenergie beeindruckend. Noch beeindruckender finde ich fast diese Zahlen. Jede Woche Austausch von Heizanlagen, also 11.800 Heizanlagen. Genau, das heißt viel Wärmepumpen. Pkw, da sprechen wir natürlich von Elektromobilität, durch alternative Antriebe, vielleicht auch ein bisschen Wasserstoff, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ganz wichtig, wir sprechen ja heute von Wasserstoff, eben auch Elektrolyseure. Da haben wir auch schon gelernt, wie die funktionieren. Also das ist super, ganz viele Steilvorlagen. Ich versuche das alles mal so ein bisschen zusammenzubringen. Und genau, die Zahlen, die haben wir jetzt gerade schon gesehen, jetzt nochmal ein bisschen hochskaliert auf Deutschland. Was bedeutet das, was hat das jetzt mit Ressourcen zu tun? Gucken wir uns das Ganze mal erstmal an. Wasserstoff als ein wichtiges Element. Und da vorhin jetzt schon diskutiert wurde, wo brauchen wir den denn überhaupt, habe ich das Ganze mal versucht, so ein bisschen zu vereinfachen. Das ist auch keine eigene Idee, das seht ihr da unten. Aber dass man einfach mal so in so einem Ampelsystem mal versucht einzuordnen in den verschiedenen Sektoren, die wir gleich sehen werden. Wo brauchen wir den Wasserstoff auf jeden Fall? Und jetzt hier qualitativ, da kann man noch ganz viele Zahlen hinterlegen. Aber jetzt aufgrund der Kürze der Zeit, wo brauchen wir ihn auf jeden Fall? Wo gibt es auch vorteilhafte Alternativen? Das Thema Effizienz. Wo können wir vielleicht den Strom direkt einsetzen? Müssen nicht den Weg über den Wasserstoff und weitere Folgeprodukte gehen? Haben wir vorhin auch ja schon mal so eine Kette gesehen, wie sich das unterscheiden kann für Strom. Das heißt, wo habe ich vielleicht eine gute Alternative, wo ich den Wasserstoff dann erstmal nicht brauche? Vielleicht kommt der dann zukünftig, aber so ein bisschen die Priorisierung. Und dazwischen liegt dann natürlich so dieser Zwischenbereich. Und dann sehen wir die Industrie. Genau, Herr Hennen, Sie hatten es ja auch schon gezeigt. Es gibt bestimmte Bereiche, wo wir den Wasserstoff stofflich nutzen, das heißt nicht verbrennen, sondern wirklich für unsere Chemieprodukte in den Raffinerien, für die Stahlerzeugung, die aktuell auf Koks basiert, also Kohle basiert ist. Genau, das heißt, hier wird Wasserstoff in irgendeiner Form genutzt, um ein Produkt herzustellen. Und da, genau, das ist sozusagen das, wo wir es erstmal ganz dringend auch brauchen. Auf der anderen Seite, wenn wir irgendwelche Prozesse haben, wo wir relativ geringe Temperaturen haben, da kommen wir vielleicht auch mit der Wärmepumpe klar, haben wir vorhin auch schon ein Beispiel gehört. Und dann gibt es dazwischen so ein paar Hochtemperaturprozesse, andere Prozesse, wo wir in irgendeiner Form auch Wasserstoff brauchen werden. Aber das heißt hier so eine gewisse Priorität. Und wenn wir jetzt mal in die Mobilität reinschauen, da haben wir vorhin ja auch schon so ein paar Beispiele gehört. Da ist es auf jeden Fall wichtig, es gibt bestimmte Bereiche, da wird es mit der Batterie schwieriger, zum Beispiel wenn wir an die Schiff- und Luftfahrt denken, weite Strecken, wir haben auch schon gehört, im Schwerlastverkehr wird es in irgendeiner Form eine Rolle spielen, vielleicht in der Kombination auch mit Batterien, das ist noch nicht gesagt, wie die Anteile da aussehen. Im Pkw-Bereich wissen wir, da gibt es gerade für die etwas kürzeren Strecken auch ganz gute Alternativen und auch im Nahverkehr, genau, wo wir vielleicht mit Strom, den wir einfach direkt nutzen, um die begrenzten Ressourcen eben entsprechend sinnvoll einzusetzen, kommen wir da vielleicht auch schon ein Stück weit. Denn wir haben ja schon gesehen, also die Zahlen, die ich vorhin gezeigt habe, dieser erneuerbare Ausbau, da ist ja schon berücksichtigt, dass wir auch aus dem Ausland was Wasserstoff einkaufen und so weiter. Das heißt, wenn wir diesen Wasserstoff, den Strom nicht noch ineffizienter nutzen würden, würde sich das nochmal erhöhen. Also diese Zahlen waren jetzt schon sozusagen berücksichtigt, dass wir dort natürlich an verschiedenen Stellen die möglichst sinnvollen Alternativen wählen. Genau, das heißt hier, wenn wir nicht noch mehr ausbauen wollen, als wir vorhin gesehen haben an Fußballfeldern und was das alles war, dann eben die Frage, wo setzen wir den Strom ein, wo setzen wir den Wasserstoff ein? Und das wird in irgendeiner Form eine Kombination, ein Technologiemix dann in der Zukunft auch sein, wie genau der sich ausgestaltet. Aber hier einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo brauchen wir ihn auf jeden Fall. Die Gebäudewärme gehört nicht dazu. Wir haben, genau, wir haben da andere Alternativen, die Luftwärme, die Wärmepumpe, wir haben Fernwärme, wir werden vielleicht in einzelnen Bereichen, haben wir in der Tagung auch diskutiert, auch den Wasserstoff irgendwo sehen, aber Priorität haben erstmal andere Anwendungen. Und dann ganz spannend, wir sprechen viel über Energiewirtschaft, genau das heißt hier auch, der Wasserstoff wird eine Rolle spielen in der Energiewirtschaft, also in der Energiebereitstellung wird er dann auch oft genannt. Hier aber nicht, um kurzfristig zu speichern, da hatten wir ja vorhin auch schon das Beispiel, genau, dass man da auch ganz gut eine Batterie nehmen kann. Wir können auch versuchen, auf der Verbrauchsseite vielleicht was zu reduzieren, ein bisschen später zu produzieren, unser Elektroauto zu verschieben, unseren Ladevorgang. Da haben wir verschiedene Optionen, auch vielleicht ohne Wasserstoff klarzukommen, aber wenn wir dann in Richtung saisonale Speicher, da zeige ich euch gleich auch nochmal ein Beispiel, kommen,
Da wird Wasserstoff dann relevant, das heißt, große Mengen über längere Zeiten zu speichern. Und eine Rolle, die auch wichtig ist, wir werden zukünftig, also Anteil, was wir dann an Strom sehen, sehr viel Erneuerbare sehen. Wir werden aber auch bestimmte Stunden im Jahr haben, das sind wirklich nur wenige Stunden, wo dann doch nochmal ein konventionelles Kraftwerk reingehen muss. Und da wir wissen, wir dürfen eigentlich kein Erdgas oder so mehr verbrennen, wird dann dieses Kraftwerk, dieses Spitzenlastkraftwerk nennt man das, also in den Zeiten, wo dann mal nicht so viel Wind und Photovoltaik ist, drin sind, da wird dann auch mal ein Kraftwerk angeschmissen. Aber das läuft dann zukünftig eben mit Wasserstoff. In wenigen Stunden des Jahres werden wir also da dann auch so ein Backup brauchen. Das heißt, das einfach mal so als einen Überblick für euch, was so die verschiedenen Sektoren, wo der Wasserstoff dort zum Einsatz kommen kann. Wie gesagt, das ist erstmal qualitativ, da kann man sich bestimmt auch noch hitzig streiten über die genaue Einordnung, aber mal um so ein Gefühl zu bekommen, was da so die Vor- und die Nachteile sind. Wasserstoff, aber Fazit, ein wichtiger Teil des Energiesystems und Energiesystem im weiteren Sinne, also mit diesen Verbrauchssektoren zusammengedacht. Der saisonale Speicher, einfach mal ein, zwei Zahlen auch zu bringen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, die Rolle von Wasserstoff als Speicher, als langfristiger Speicher, dann möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie so ein Speicher dann zukünftig, jetzt hier mal für ein Szenario, was ein paar Kollegen durchgerechnet haben für das Jahr 2050, wie sieht denn dann so ein Wasserstoffspeicher, wie wird er denn be- und entladen? Das sehen wir jetzt hier, das heißt diese blaue Linie, das ist der Speicherfüllstand. Wir sehen im Sommer, Frühling, Sommer bis zum Herbst, wir haben viel Photovoltaik, wir haben auch noch Wind, genau, werden wir diesen Wasserstoffspeicher beladen und dann, wenn wir ihn dann brauchen, zum Beispiel im Winter, gerade nachts, vielleicht mal eine Windflaute, dann kann man eben auf diesen Wasserstoff zurückgreifen und den entsprechend umwandeln. Also das mal so als ein Beispiel, dass man sieht, also diese Ampel, die war jetzt sehr qualitativ, aber da stecken natürlich dann entsprechende Modelle dahinter, entsprechende Szenarien, die da durchgerechnet werden, wo man sowas dann auch abbildet und quantifiziert. Genau, Fazit, Zwischenfazit, wir brauchen jede Menge Technologien, wir brauchen die besonders schnell. Und damit verbunden brauchen wir Rohstoffe. Wir nehmen wieder diese sechs Technologien, die wir jetzt beispielhaft ja schon von Herrn Wagner gesehen hatten, von mir gesehen hatten, und gucken jetzt nicht an, wie viel müssen wir zubauen, sondern welche Rohstoffe brauchen wir dafür. Und da ist jetzt immer so ein Punkt, 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 also das sind noch mehr, die Auswahl ist jetzt nicht komplett. Das sind aber so mal die wichtigen, die in großen Massen dort benötigt werden. Und euch fällt auf, da sind natürlich die ganz großen Massen an Kupfer, an Stahl, solche Rohstoffe, aber auch kritische, sogenannte kritische Rohstoffe, haben wir vorhin auch schon ein bisschen angeklungen, zum Beispiel Platin, beim Elektrofahrzeug immer in den Medien Kobalt und Lithium. Was versteht man unter kritischen Rohstoffen? Das sind nicht die, die nicht in der Erde verfügbar sind. Also diese geologische Knappheit, das ist eigentlich oft nicht das Problem, sondern das sind eher Rohstoffe, die vielleicht nur in wenigen Ländern vorkommen, die sehr aufwendig sind, die aus der Erde zu holen, wo man vielleicht die Produktionskapazitäten auch nicht so schnell hochfahren kann. Also es kann verschiedene Gründe haben, warum ein Rohstoff als kritisch erachtet wird. Es können auch Umweltaspekte sein bei der Förderung, soziale Aspekte. Also das nochmal so dieser Kritikalität, kritische Rohstoffe, heißt nicht, dass es an sich knapp ist. Also kritisch hier nicht gleich knapp, sondern es kann verschiedene Gründe haben, warum so ein Rohstoff als kritisch bezeichnet wird. Aber in irgendeiner Form bedeutet das, der ist nicht einfach beliebig verfügbar, unproblematisch verfügbar. Das heißt, hier müssen wir irgendwie sinnvoll damit haushalten. Genau, und da wir heute von Wasserstoff sprechen wollen, blicken wir doch einfach noch mal ein bisschen in diesen Wasserstoff rein. Und hier auch noch mal ein paar Zahlen, um das noch mal ein bisschen zu hinterlegen, was das bedeutet. Haben wir jetzt hier in einem Projekt gemeinsam mit mehreren Unis, wo wir uns im Endeffekt angucken, das Energiesystem, welche Rohstoffbedarfe sind denn mit dem Energiesystem verbunden? Und hier am Beispiel der Elektrolyse mal für das Szenario Deutschland bis 2050 mal aufgezeigt, wie viel dann in den nächsten Jahren dort an den jetzt massenmäßig größten Rohstoffen benötigt wird. Und da sehen wir, da sind wir in so einem Bereich von mehreren tausenden Tonnen. Hier immer aufgetragen, dunkelblau, das ist das, was quasi jetzt kurzfristig bis 2030 durch den Ausbau der Elektrolyseure in Deutschland, wie gesagt, wir werden auch noch mehr importieren, also das ist jetzt nur die heimische Produktion, Größenordnung, also 70% des Wasserstoffbedarfs werden wir vermutlich importieren, das sagen so die meisten Studien in der Größenordnung, also eigentlich werden wir nur 30% wahrscheinlich hier vor Ort erzeugen, der Rest kommt dann aus dem Ausland. Da wird Kanada diskutiert, USA, sogar Australien. Also das wird auch nochmal spannend, woher der Wasserstoff dann kommt. Das ist jetzt hier mal die Elektrolyse, die in Deutschland quasi ausgebaut wird. Und dann sehen wir, dass da ganz viele Rohstoffe und vor allem dann hinten raus Richtung 2040 und 2050, wenn dann der Wasserstoff wirklich auch benötigt wird, um unsere Klimaziele zu erreichen, dass wir da einfach große Mengen an Rohstoffen haben.
Und damit verbunden, und das ist hier jetzt genau der Link zu den Treibhausgasen, natürlich auch Emissionen. Und zwar nicht unbedingt die, die bei uns in der Bilanz in Deutschland sind. Also wir bilanzieren ja quasi sozusagen territorial. Wir gucken uns die Emissionen an, die hier vor Ort entstehen. Sondern das sind natürlich auch ganz viele Emissionen, die irgendwo im Ausland entstehen. Durch die Materialien, die erstmal gefördert werden müssen, aufbereitet, Raffinerie gehen und so weiter. Das heißt hier, damit verbunden dann entsprechend auch nochmal eine ganze Hausnummer an Treibhausgasemissionen. Und das ist jetzt natürlich auch interessant, wie erfasse ich denn jetzt solche Emissionen, die eben nicht hier bei uns in der Industrie entstehen, sondern in wirklich eigentlich allen Ländern, in den Lieferketten. Wir wissen, wie komplex das ist, wie viele Schritte da auch damit einhergehen. Genau, und da möchte ich euch gerne noch einen kleinen Übereinblick geben, wie man an so eine Thematik rangehen kann. Das heißt, diese Emissionsbilanzierung über den Lebenszyklus, da gibt es zwei Ansätze. Herr Henn hatte auch schon von Scopes geredet, da komme ich gleich drauf. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie kann ich denn ein Produkt bilanzieren? Dafür gibt es eine Methodik, die ist auch schon ziemlich alt, die hat nun niemand so richtig interessiert, aber jetzt, in den letzten Jahren, ein Glück, dann doch. Genau, und das ist die Ökobilanz oder auf Englisch heißt das Ganze Lifecycle Assessment, LCA. Momentan wird eigentlich diese LCA-Abkürzung auch im Deutschen immer mehr verwendet. Das heißt, das werdet ihr vielleicht dann auch irgendwie an der einen oder anderen Stelle mal hören. Also Ökobilanz ist das deutsche Wort, das ist quasi die englische Bezeichnung. Und das ist eine Methode, mit der wir einen Fußabdruck, den Fußabdruck von Produkten, nicht nur Treibhausgase, sondern auch andere Umweltwirkungen bestimmen können. Und was ist jetzt immer der Gedanke? Das ist dieser Lebenszyklus. Also wir gucken uns wirklich die ganze Kette an. Wir bilanzieren die Materialgewinnung, dann die Herstellung der Anlagen. Haben wir gerade schon auch schon das Beispiel von der Photovoltaik gehört. Dann auch den Transport der Produkte bis zum Verbraucher, die Nutzung, das Lebensende, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf, das ist auch spannend, wird das entsorgt, wird das recycelt, das heißt, diese ganze Kette und hier jetzt erstmal linear dargestellt, die wird dort erfasst. Und in so einer Lebenszyklusanalyse gucken wir im Endeffekt für jeden dieser Prozessschritte rein, wie viel Energie verbrauche ich, wie viele Materialien werden eingesetzt, welche Emissionen sind damit verbunden und berechne mir dann meinen entsprechenden Umweltindikator zum Beispiel, das kennt ihr wahrscheinlich, das Treibhausgaspotenzial, was dann mit dieser Produktion unseres Produkts, die wir hier in der Nutzungsphase haben, verbunden ist, aber gucken uns eben nicht nur diese Nutzungsphase an und das, was in Deutschland passiert, sondern gehen halt wirklich in die ganze Kette. Genau, das heißt hier vielleicht auch ein Begriff, dieser Gedanke Cradle to Grave, genau, also von der Wiege bis zur Bahre, die Umweltwirkungen, die sich aus Energieeinsatz, aber auch aus Materialien ergeben, hier zu bilanzieren. Also das einfach, dass ihr mal ein Gefühl bekommt, da gibt es schon Möglichkeiten, das zu bilanzieren, aber das ist natürlich sehr herausfordernd und auch erstmal die Datenbasis zu schaffen, da gibt es noch genug zu forschen und genug Aufgaben für alle hier im Raum. Genau, und dann haben wir Steilvorlage von Herrn Henn gehört, Scope 1, 2, 3 und genau, da kann ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Einblick geben, weil das sind auch Begriffe, die jetzt immer wichtiger werden, da viele Unternehmen jetzt zukünftig, zum Teil schon freiwillig, aber zukünftig verpflichtet werden, einen sogenannten Carbon Footprint von ihrer Organisation zu machen, also von ihrem Unternehmen. Ab einer gewissen Größe zukünftig verpflichtend, das auch zu berichten, in einem Nachhaltigkeitsbericht, zukünftig vielleicht sogar integriert in den Geschäftsbericht, zu sagen, okay, wie viele Emissionen sind denn jetzt mit meiner Wirtschaftstätigkeit verbunden? Und da gibt es auch dieses Greenhouse-Gas-Protokoll, was so der Standard ist, der jetzt eben diese Emissionen nach Scopes einteilt. Also einfach damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wir haben diese Scope-1-Emission, das ist das, was wirklich vor Ort in dem Unternehmen anfällt. Ja? Das heißt, wir verbrennen vor Ort die Brennstoffe, Erdgas zum Beispiel, das sind die Geschäftsfahrzeuge, also alles, was dann mit Diesel und Benzin an Emissionen verbunden sind, irgendwelche flüchtigen Gase, die austreten, gerade Methan hat ja auch eine große Treibhauswirksamkeit. Prozessemissionen haben wir auch schon gehört, das sind sozusagen so die Emissionen, die einfach aus dem Prozess an sich, gar nicht aus der Energie, die verbrannt wird, entstehen, die zum Teil dann auch schwer vermeidbar sind. All solche Emissionen fallen dann unter Scope 1. Scope 2, das ist das, wo jetzt die Energie ins Spiel kommt. Das ist im Endeffekt vor allem die extern bezogene Energie. Das heißt, wenn ich jetzt von der Stadtwerke zum Beispiel den Strom einkaufe, dann würde ich da auch bilanzieren, was wiederum bei den Stadtwerken dann an Emissionen im Kraftwerk entstehen. Also der Strom wird mit bilanziert, alles, was ich mir an Wärme, zum Beispiel Fernwärme zu mir kommt, all die Emissionen, die da dann wieder mit der Erzeugung zusammenhängen, das kommt hier dann in diesen Scopes mit rein. Das heißt, wir weiten schon mal den Blick, aber wir sind noch irgendwie in dieser Betriebsphase. Genau, und jetzt kommt hier wieder dieser Lebenszyklusgedanke auch rein und da sind wir bei diesen Materialien, die wir ja benötigen, über das Thema Scope 3.
Und jetzt seht ihr schon, das ist eine ganze Liste und wir sind jetzt hier noch bei vorgelagert, da kommt gleich noch nachgelagert was dazu. Das heißt, hier bilanzieren wir dann auch die Vorketten der Energieträger, also die Erdgasförderung zum Beispiel. Wir bilanzieren den Fußabdruck unserer Materialien, das haben wir ja vorhin bei der Elektrolyse gesehen. Da würden wir dann entsprechend das alles mit reinrechnen. Wir würden auch Abfall mit aufnehmen, wir würden Transport mit aufnehmen, vorgelagert. Und auf der anderen Seite am Lebensende nachgelagert auch gucken, wenn wir dieses Produkt verkaufen, erstmal die Nutzung bilanzieren, das ist gar nicht so einfach, ist je nach Produkt auch unterschiedlich wichtig. Ein Fahrzeug, ein Auto wird natürlich die Nutzungsphase sehr wichtig sein. Wenn man jetzt irgendwie einen Tisch verkauft, dann hat der in der Nutzungsphase eher weniger Emissionen. Das heißt, hier aber auch dieser Lebenszyklusgedanke, nicht nur die Produktion so anzuschauen, sondern auch den Transport, die Nutzung und am Schluss natürlich die Entsorgung der verkauften Produkte. Das mitzudenken und das zu bilanzieren. Und das Spannende ist, das ist jetzt nichts mehr, was ganz weit weg ist, sondern das ist etwas, was viele Unternehmen jetzt zukünftig machen müssen. Und dementsprechend wird das Ganze transparenter, da ist ordentlich Schwung drin. Und dann werden wir dort auch immer mehr Informationen erhalten über die eigentliche Wirkung der Produkte. Was jetzt in dem Fall Elektrolyseure sein können, aber alles, was ihr euch sonst so vorstellen könnt, auch. So, und jetzt haben wir ganz viel über Emissionen gehört. Vielleicht nochmal so eine Einordnung zum Thema Wasserstoff. Was für Emissionen könnt ihr damit so grob abschätzen? Also nach Taxonomie, das ist ja auch so eine Regulatorik, sollte der grüne Wasserstoff unter 3 Kilogramm CO2-Äquivalenten pro Kilogramm Wasserstoff sein. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was es aktuell mit dem aktuellen Strommix wäre, dann sind wir da Faktor 10 drüber. Genau, das heißt, um wirklich grüner Wasserstoff, uns als grünen Wasserstoff nennen zu dürfen, müssen wir eigentlich mindestens in die Photovoltaik-Richtung kommen, wobei bei einzelnen Photovoltaik-Standorten das auch schon wieder schwierig wird, in diese Richtung zu kommen. Bei Windenergie liegen wir auf jeden Fall unter den 3 Kilogramm, aber das heißt, wir brauchen eigentlich dann erneuerbaren Wasserstoff, das heißt auch erneuerbaren Strom, das haben wir gerade gesehen. Genau, das heißt, hier sozusagen diese Treibhausgasbilanz sehr stark davon abhängig, wiederum ja, von den Emissionen der Vorkette, nämlich der Stromerzeugung. Und da haben wir ja auch schon gesehen, da gibt es auch schon Bestrebungen, diese natürlich nochmal zu optimieren und zu verbessern. Also da ein ganz schönes Beispiel. Genau, und ein möglicher Ansatz, diese sogenannten Scope 3, diese materialbedingten Emissionen zu reduzieren, ist die Kreislaufwirtschaft. Und da möchte ich jetzt einfach nur noch mal so ein Gefühl geben, was werden denn da für Maßnahmen diskutiert. Das heißt plötzlich, genau, eben nicht mehr nur energiebezogene Emissionen runter, durch Erneuerbare, durch grünen Wasserstoff, all die Optionen, die wir haben, sondern jetzt wollen wir eben auch an die Materialien ran. Also das Thema Ressourceneffizienz wird jetzt dann auch immer wichtiger. Und jetzt seht ihr diesen Lebenszyklus, der war vorher linear, der ist jetzt ein zirkulär, das ist jetzt ein Kreislauf. Also wir starten wieder bei der Materialgewinnung und versuchen dann aber nach der Nutzungsphase, wie wir hier unten sehen, dass wir am Lebensende das Ganze wieder schließen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen können wir das Ganze schon im Design berücksichtigen. Das heißt, wir versuchen im Endeffekt schon am Anfang, bevor wir herstellen, entweder Materialien zu vermeiden, vielleicht zu ersetzen durch bessere Materialien, weniger umweltwirksame Materialien oder das entsprechend den Ressourcenbedarf dort zu reduzieren. Wir können auch in der Nutzungsphase ganz neu denken. Ich glaube, ihr alle kennt diese Sharing-Konzepte, also dass gar nicht mehr jeder ein eigenes Produkt besitzt, sondern man sich das Ganze teilt und damit entsprechend natürlich auch Rohstoffe einspart. Dann ein ganz spannender Ansatz ist auch das Thema Lebensdauerverlängerung. Also ich versuche im Endeffekt aus meinem Produkt möglichst viel rauszuholen, indem ich es möglichst lange nutze. Da können wir an Reparaturen, das ist ein Klassiker, natürlich denken, aber wir können auch versuchen, am Lebensende das Produkt nochmal zu nutzen. Also ein Beispiel, was man vielleicht auch schon mal gehört hat, ist, dass man am Ende, genau, der Lebensdauer eines Elektrofahrzeuges, die Batterie entsprechend für stationäre Anwendungen, zum Beispiel, genau, um das dann ins eigene Haus zu stellen, Eigenverbrauch zu optimieren. Also man kann dann auch überlegen, ob man solche Speicher, die ja auf der Straße waren, später dann nochmal in einer anderen Anwendung nutzt. Also das wäre jetzt ein Beispiel mal für dieses Thema Reuse. Aber da gibt es ganz, ganz viele. Man kann auch einzelne Komponenten dann wieder in die Produktion überführen. Also versuchen auch komponentenweise etwas wiederzuverwenden. Ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Das sind die sogenannten 10 R's. Deswegen fängt das hier alles mit R an und ist auf Englisch. Genau, das heißt, da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Und dann Wertstoffrückgewinnung. Ich glaube, das ist das, wo die meisten erstmal, wenn man an Circular Economy, an Kreislaufwirtschaft denkt, erstmal an Recycling, das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Also am Lebensende dann energetisch zu verwerten, aber im besten Fall natürlich die Materialien zurückzuführen.
hier vorne in den Prozess, in die Produktionsprozess. Genau, wir haben jetzt viel gesehen. Wir haben gesehen, dass wir, um in dieses lebenswerte Zukunftsbild zu kommen, jede Woche ganz, ganz viel machen müssen. Und das ist mit Technologie, das ist mit Hardware verbunden, mit der dementsprechend auch mit Rohstoffen und damit auch wieder mit Emissionen. Das heißt, hier nochmal so das Appell, also wenn wir die Zukunft nachhaltig gestalten wollen, was wir auch können, sollten wir diesen ganzheitlichen Blick einnehmen, das berücksichtigen. Und wir haben auch gesehen, es gibt auch Lösungsansätze. Das ist jetzt nicht sozusagen alles nur ein Schreckengespenst, sondern da gibt es Ansätze auf der Energieseite, auf der Materialseite, damit auch umzugehen, um dann unseren Fußabdruck, unsere Energiewende wirklich nachhaltig zu gestalten. Genau, und an der Stelle hoffe ich, dass ich ein bisschen Lust gemacht habe auf das Thema. An der FFE ist unser Motto Energiewende und Spaß dabei. Also vielleicht habt ihr ja auch privat oder später vielleicht auch mal beruflich Lust, euch mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Ich bleibe auch noch gleich noch eine halbe Stunde hier, dann können wir gerne darüber reden und freue mich natürlich jetzt, nach noch ein paar Fragen dann gleich an Harald Lesch übergeben zu dürfen. Ja, vielen Dank, Frau Neitzrich. Ganz wichtiges Thema, klang ja auch bei dem einen oder anderen Referenten schon durch. Wir müssen uns natürlich um die Herstellung, um die Nutzung kümmern, aber diese Frage, die kommt unweigerlich auf uns zu. 60 Millionen Tonnen PV-Schrott im Jahr 2050, das gibt einem schon zu denken. Das ist ja fast 500 Kilo pro Bundesbürger, wenn man es mal auf den Bundesbürger umlegt. Fragen an Frau Dr. Neitzrich. Wer möchte beginnen? Ja, bitteschön. Herr Sauer. Die materialbezogenen Emissionen, die Sie uns unter Scope 3 vorgestellt haben, werden ja in der Regel im Ausland anfallen. Wo werden die eigentlich bei den bei der CO2-Bilanzierung, zum Beispiel bei den TNGs, die nach der Pariser Klimakonvention jeweils anzugeben sind von den Staaten, berechnet? Also werden die dem Staat zugeschlagen, in dem sie entstehen, oder dem Staat, für den die Produkte hergestellt werden? Ja. Aktuell auf jeden Fall wird es quasi, das heißt dann Territorialprinzip, also das heißt im Endeffekt die staatlichen Grenzen und alles, was dort quasi Scope 1, genau, was quasi in dem Land wirklich ausgestoßen, also wirklich bildlich in die Luft kommt, das ist drin. Das heißt, die Summe aller Länder ergibt dann auch die Gesamtemissionen. Das heißt, dort nicht berücksichtigt, dass wir was produzieren, zum Beispiel Autos, die wir dann exportieren, und auf der anderen Seite auch nicht berücksichtigt, dass natürlich in China und so weiter dort entsprechende Produkte, nicht nur die Materialien, sondern auch fertige Produkte zu uns kommen. Genau, das heißt aktuell das alles, was quasi internationale Klimaabkommen angeht, ist erstmal sozusagen bilanziert territorial. Das heißt hier die Lebenszyklusperspektive auf der Seite noch nicht mit drin. Das wird aber schon auch diskutiert, ob man da vielleicht nochmal so einen zusätzlichen Indikator braucht. Aber das wäre dann eher ergänzend. Aber so ist es erstmal sozusagen nach staatlichen Grenzen, alles, was da wirklich in die Luft geht. Es gibt eine Wortmeldung von Herrn Lesch. Ja, ich habe drei Fragen. Erstens, was soll ich denn jetzt noch erzählen? Zweitens, kann ich Ihren Vortrag haben? Und drittens, ich würde gerne Ihre Einschätzung wissen nach all den Bedingungen, die Sie formuliert haben. Glauben Sie, dass so ein Land wie Deutschland in der Lage sein wird, diese technischen Herausforderungen, die Sie da angesprochen haben, in endlicher Zeit zu bewältigen? Oder würden Sie sagen, das sind Herausforderungen, die so groß sind, dass wir deutlich nochmal auch eine andere Kommunikations-, zum Beispiel Strategie haben müssen in der Öffentlichkeit, um zu zeigen, wie wichtig und wie schwierig es ist? Genau, ich bin ja seit 4 Tagen hier und wir haben all diese Themen. Also erstmal danke für Frage 1 und 2 Frage 3, genau. Wir haben ja jetzt im Endeffekt 4 Tage über wirklich die verschiedensten Bereiche, die ich auch gerade schon kurz angeschnitten habe, diskutiert. Und ich will erstmal Mut machen, technologisch schaffen wir das. So, und wir haben auch gehört, woran es oft hapert, verzögerte Genehmigungsprozesse, sozusagen so dieses Tempo. Die Technologien sind da, der Wille, das merken wir auch. Da ist in den letzten Jahren schon auch ein Umbruch gekommen, auch in der Industrie, zu sagen, ja, wir wollen das jetzt nicht mehr hemmen, sondern wenn wir die Rahmenbedingungen haben, dann machen wir das. Also sozusagen, ich glaube, der Wille ist da. Aber das Thema, wir müssen natürlich noch was machen, sonst wären wir haben ja auch gesehen, also bei den Zubauzahlen sind wir auf jeden Fall noch nicht, das haben wir auch heute Vormittag sehr eindrücklich gesehen. Das heißt, hier beschleunigen, aber ich glaube, das ist
weniger eine technologische Frage, da gibt es auch noch viel zu tun, das haben wir ja auch in den bei den Vorrednerinnen schon gehört. Ich glaube, es ist das Thema, das wirklich ernst zu nehmen, das Ganze zu kommunizieren. Und ich glaube, da sind gerade auch die Schülerinnen und Schüler sind große Vorbilder. Ich meine, die machen das seit Jahren wirklich und haben ja auch damit was bewegt. Also ich glaube, da nochmal, also auf der Kommunikationsebene, wo ich keine Expertin bin, gibt es ganz viel zu tun und dann eben aber auch wirklich diese Rahmenbedingungen zu schaffen, in welcher Form auch immer, diese Beschleunigung, das sogenannte Deutschland-Tempo, wie es jetzt hieß, dann auch wirklich, genau, wirklich umzusetzen. Da ist noch viel zu tun, aber das ist weniger technologisches Hemmnis, als dass man da wirklich auch die Leute motiviert und vor allem natürlich die, die auch Impact haben, also auch die Unternehmen motiviert, das Ganze zu machen. Das Ganze nicht als, genau, das haben wir auch diskutiert, nicht nur als ich muss jetzt was machen, ja, ich werde jetzt verpflichtet, was zu machen, sondern das ist eine wirkliche Chance, wenn ich jetzt was mache, dann kann ich nicht nur 5 Jahre mein Geld verdienen, sondern im besten Fall bin ich auch in 2040 dann hier auf diesem Bild noch zu sehen, sozusagen da auch sozusagen diese Chancen aufzuzeigen. Die sind aber eben natürlich, es ist ein Zeithorizont nicht von 2-3 Jahren, wo wir da reden, sondern das ist dann eher dieser langfristige Blick, der ja oft dann vielleicht im klassischen Unternehmen nicht das ist, was sozusagen bei den KPIs, also bei den Kennzahlen so berücksichtigt ist. Das heißt, hier wirklich auch die Chancen aufzuzeigen, da viel Überzeugungsarbeit in der Industrie zu machen, das versuchen wir auch, aber natürlich auch in der Bevölkerung und ich glaube, da sind wir alle, das ist jetzt natürlich ein super Publikum, natürlich auch gefragt, jetzt Multiplikatoren zu sein, das, was man so lernt, aufschnappt, dann auch mitzunehmen und die Leute wirklich zu motivieren. Aber Herr Lesch, ich bin sicher, das machen Sie gleich noch. Ja, vielen Dank. Herr Lesch, wenn Sie jetzt eh schon 3 Fragen gestellt haben, so gute, dann können Sie doch eigentlich auch einen Vortrag halten, oder? Wie wäre es? Ich darf überleiten zum... danke, Frau Lesch.